Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder was auch immer. Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, worum geht es heute? Um Clickbait mit Strategienhopping. Ja, und natürlich um ein Unboxing, ist klar, wie üblich. Fangen wir doch mal an. Viele Kanäle, besonders auch die kommerziellen, betreiben Clickbait mit Strategien. Ah, ich kaufe nur noch, ich kaufe überhaupt nicht mehr und ich verkaufe auch nicht bis zu meinem Lebensende, bla bla. Heute Hü, morgen Hot, übermorgen wieder andersrum. Das hat nichts mit Strategie zu tun, sondern sind Dogmen. Dogmen sind statisch und hat nichts mit Strategie zu tun, weil eine Strategie ist und muss auch immer flexibel sein, damit man Parameter anpassen kann und so weiter. Also die Aussage, ich kaufe gar nichts mehr oder ich verkaufe alles und ich verkaufe überhaupt nichts mehr, ist einfach nur Bullshit. Ja, und das wird dann alle paar Wochen mal wieder geändert, um mal wieder einen reißerischen Titel raushauen zu können, ne, um deine, ich sag mal, Klientel zu befriedigen. Anlegen in Gold und Silber ist an und für sich ganz einfach, wenn man gewisse Regeln akzeptiert und auch beherzigt. Erstmal muss man relativ emotionslos an die Sache rangehen, weil Emotionen können auch ganz schnell ganz viel Geld kosten. Ja, und Anfänger sollten sich folgende Regel erstmal hinter die Ohren schreiben. Als Anfänger keinerlei Risiken eingehen, bis man einen gewissen Grundstock zusammen hat. Ich sag mal so, 400 Unzen ist für mich eine Marke, ja, würde ich als Grundstock, als Anfang schon mal gut heißen, sagen wir es mal so. Das heißt, in Gold keine Risiken, sprich Courantmünzen, Vrenelis, Kronen, ach, von mir aus auch Krügerrand oder was halt billig ist und günstig am Spot. Genauso sieht es aus beim Silber. Haiermänner, 50, 20, 100 Schillingmünzen aus Österreich, anderes Courant-Silber oder auch zum Beispiel Maple Leaf aus Kanada, der American Eagle sind erste Wahl, wo man solche Münzen auch relativ schnell wieder loswerden kann, wenn es sein muss. Ja. Und wenn man den Grundstock dann hat, dann kann man dann auch, ich sag mal, ab und zu mal auch ein bisschen mehr Risiko fahren. Obwohl, wenn man sich im Markt auskennt, kann man das Risiko minimieren. Deswegen muss man sich auch erstmal einen Grundstock besorgen, weil in der Zeit, wie das dauert, hat man natürlich auch einiges gelernt. Man hat viel gelesen, viel gehört und natürlich auch dabei zugelernt. Ja. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel der neue Kookaburra kommt, man sieht das Motiv, Erstausgabe in Retro-Design, ein Knaller. Ja gut, dann kauft man sich nicht nur zwei Stück, sondern vielleicht auch 10. Legt sie erstmal so ein halbes Jahr in die Ecke, weil man muss einer Münze Zeit geben, sich zu entwickeln, um dann eventuell bei passender Gelegenheit mal wieder ein paar verkaufen zu können, damit wieder ein bisschen Geld reinkommt, um wieder neu zu investieren. Wenn man alles nur kauft und liegen lässt, ja, da wird man nichts bei. Zum Beispiel, wenn ich nicht ab und zu mal was verkaufen würde, natürlich mit Gewinn, versteht sich, könnte ich mir einige Sachen nicht leisten, sprich, weil auch kein Geld da ist,
um sich Schnäppchen leisten zu können. Das heißt, man kann ja durchaus sehen, dass irgendwelche Schnäppchen da sind. Wenn kein Geld auf dem Konto ist, dann nützen einem die besten Schnäppchen nichts, weil sie gehen an einem vorbei. Und deshalb kaufe ich auch bei gewissen Sachen ein paar mehr, um ab und zu mal was verkaufen zu können. Siehe jetzt die 1 Unzer von den Knights of the Past, der 2 Unzer, von denen ich mittlerweile einen verkauft habe. Letztes Jahr habe ich bei den Queens Virtus gut zugeschlagen, oder jetzt der Desert Scorpion habe ich mir einige von besorgt, um den natürlich auch zu flippen. Ja, zum Beispiel habe ich gerade heute einen von meinen Queens Virtus verkauft. Ja, sehr schönes Stück. Auch kein Rohrkrepierer, diese Fehler darf man natürlich nicht machen. Deswegen muss man ziemlich emotionslos an die Sache drangehen. Weil ein Rohrkrepierer ist rausgeschmissen Geld. Wenn man die Münze nachher nicht mehr los wird, hat man auf gut Deutsch in die Scheiße gegriffen. Und hier ein Desert Scorpion habe ich heute auch verkaufen können zu einem recht guten Kurs. Ja, und was macht man dann sowas? Letzten Sonntag... Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Letzten Samstag habe ich mir bei einem Silber-Spot-Preis von 23,69 € eine Anlagemünze gekauft von einem entnervten Silberbesitzer. Das werdet ihr ungefähr 5 Wochen auch in einem Unboxing sehen. Das Paket ist heute gekommen, alles in Ordnung. Die kein Händler zurzeit unter 26 €, irgendwas verkauft. Ich habe sie bekommen für 23,30 €. Das heißt 30 Cent unter Spot. Ja? Und wenn ich kein Geld auf dem Konto gehabt hätte, hätte ich mir das Schnäppchen nicht kaufen können. Und somit Geld verloren. So einfach ist das. Ja, gut. Als Gag danach habe ich mir natürlich noch was fürs Herz gegönnt, den 5-Unzer-Chart Anubis. Ja gut, den habe ich aber auch günstig bekommen, ne, und das hätte ich nicht machen können, wenn ich kein Geld auf dem Konto gehabt hätte. So einfach ist das, und deswegen muss man ab und zu auch mal einen Coinflip machen, um dass auch mal wieder was reinkommt. Weil man muss ja Münzen auch erstmal liegen lassen und sich entwickeln lassen, um irgendetwas rausziehen zu können. Ne? Ja, und nun kommen wir zu meinem Unboxing. Haut auch in dieselbe Kerbe. Dieses Paket hier, oder den Inhalt dieses Paketes, habe ich mir auch nur gekauft. Weil es halt ein günstiges Angebot war. Und da musste ich einfach zugreifen. Stammt auch von einem entnervten Silberbesitzer. Ja, und ich habe quasi diese Stücke hier zum Ausgabekurs gekauft. Also ich habe 90 € bezahlt pro Stück. Und diese sind natürlich auch zum Coinflippen da. Und zwar geht es hier drum. Gucken, wie ist er denn jetzt richtig rum hier? Da ist er. So. Und zwar 3x Hades Antique Finish 1500er Auflage für 90 € das Stück. Ich habe 3 Stück davon und die auch alle zum Flippen sind. Stehen auch zum Verkauf. Ich bin eh der günstigste. Falls einer von euch noch ein Hades sucht in Antik, wie gesagt, 1500er Auflage. Ich habe 3 Stück davon. Für die Zuseher meines Kanals bin ich bereit, 105 € und die Sache ist durch. Ne? Könnte ich machen.
Also wer sich ernsthaft dafür interessiert, bei eBay stehen sie drin, 140 Euro circa. Ich stehe auch drin, aber ich bin der günstigste Anbieter. Also wisst ihr schon mal, wo ihr mich finden könnt. Ja, und wenn ihr euer Nickname zum Beispiel reinschreibt in einem Preisvorschlag oder so, dann weiß ich, mit wem ich es zu tun habe, und ihr bekommt den Hades für 105 Euro. Ganz einfache Kiste. Da habe ich zwar dann nicht viel dran verdient, aber ein kleiner, schneller Coinflip, warum denn nicht? Ne, man könnte es auch über Kleinanzeigen machen, da steht da auch drin. Wem im Grunde lieber, weil da muss ich keine Gebühren zahlen. Das ist doch mal ein Schnäppchen, würde ich sagen. Läuft zwar jetzt nicht so wie blöd auf dem Zweitmarkt, aber es ist nicht aller Tage Abend. Und es ist nichtsdestotrotz ein schönes Stück. Einen werde ich wahrscheinlich selber behalten. Und zwei werde ich flippen. Ne, und so macht man dann Geld. Und ich habe mir mal den Spaß gemacht. Ich meine, ich habe das Paket schon geöffnet. Jetzt muss ich erst mal sehen, dass ich die Kapsel hier aufkriege. Einen Moment. Vorsichtig öffnen. Ja, vorsichtig öffnen. Meine Güte, jetzt geht die olle Kapsel nicht auf. Ich krieg Pickel. Ja, jetzt ist sie auf. Wunderbar. Dann holen wir uns noch mal meinen Handschuh und mein selbst gebasteltes Spielzeug und legen diese Münze mal drauf. Und siehe da, echter geht es nicht. Ja, und das für 90 Euro das Stück. Zum Ausgabekurs quasi, würde ich doch mal ganz dreist als Schnäppchen bezeichnen. Ja, und so funktioniert meine Strategie. Wenn ich jetzt mal in die Verlegenheit komme, nichts mehr zum Unboxen zu haben, aber gut, ich habe hier schon wieder 6 Wochen liegen, komme ich vielleicht doch noch mal in die Versuchung, ein Full-Stack-Video zu machen, wie vor gut einem Jahr. Und dann könnt ihr dann sehen, was man so erreichen kann, wenn man eine Strategie hat und die auch durchhält und sich kümmert, was man so erreichen kann. Ich im Moment kaufe ich, muss ich ehrlich sagen, wenig, weil ich bin vorsichtig im Moment von wegen Preise, und es ist auch unheimlich viel Schrott auf dem Markt. Es sind Münzen auf dem Markt im Moment und kommen auch jeden Tag raus, die von Anfang an Rohrkrepierer sind und die niemand braucht und die niemand auch später wieder loswerden wird, es sei denn mit Verlusten oder, ja gut, wenn der Silberpreis steigt, auf jeden Fall Gewinne sind damit nicht zu machen. Und deswegen bin ich im Moment vorsichtig, was Silberkäufe und auch Goldkäufe angeht. Ich konzentriere mich, wie gesagt, auf Schnäppchenjagd. Dazu gehört diese Sendung auch. Ich würde sagen, dreimal Hades Antik mit 1500er Auflage. Gut, warum nicht? Ist jetzt nicht der Renner auf dem Zweitmarkt. Aber was man hat, hat man. Und es ist ja noch nicht aller Tage Abend. Wenn jetzt demnächst die Aphrodite rauskommt, na, dann wird der hier auch spätestens gehen. Überhaupt kein Problem. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, lasst euch nicht solche Pseudo-Superserien andrehen. Ich sag jetzt mal Cats and Dogs, ein unheimlicher Hype. Es ist eine popelige Agenturausgabe von Münzen Engel in Regensburg.
um einfach nur Kasse zu machen, um auf den Zug mit niedlichen Tierchen aufzuspringen, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, und nach 2 Jahren ist diese Serie vergessen. Und das ist das Problem, was zurzeit herrscht auf dem Markt. Es kommt einfach zu viel Schrott, ja, auf den Markt, und die Leute lassen sich verarschen und sitzen dann nachher nach 4-5 Jahren auf jede Menge Silberschrott, für die sie extrem viel Geld bezahlt haben und es nicht mehr loswerden. Das hier ist zwar auch eine Agenturausgabe von LPM in Hongkong, aber hier steckt wenigstens Substanz hinter und nicht ein kurzfristiger Hype wie bei den Katzen und Hunden. Die Germania Mint versucht es ja jetzt auch über die Kroaten mit ihren Dalmatinern, obwohl da steckt auch noch mehr Substanz hinter als bei solchen Billigproduktionen, sage ich mal. Aber ich weiß nicht, diese niedlichen Tierchen und so weiter, seid vorsichtig damit, ne? Bleibt auf dem Teppich. Und ich verabschiede mich erstmal wieder mit einem fröhlichen Bis neulich.